Wie zuverlässig ist ein Glukosetoleranztest für Diabetes? Ein Blutzuckertoleranztest für Diabetes ist effektiver bei der Diagnose von Gestationsdiabetes. Der Test kann bei der Diagnose von Typ 2 Diabetes wirksam sein, muss jedoch möglicherweise mehrmals durchgeführt werden. Einige Personen, die außerhalb des normalen Bereichs testen, entwickeln möglicherweise keinen Diabetes, wenn sie ihre Ernährung und ihre körperlichen Fitnessgewohnheiten ändern. Im Hinblick auf die Langzeitgenauigkeit kann der Glukosetoleranztest für Diabetes die spätere Entwicklung der Krankheit gut vorhersagen. Der Zweck eines Glukosetoleranstests für Diabetes besteht darin, zu messen, wie das System einer Person auf einen hohen Zuckergehalt reagiert. Wenn die Bauchspeicheldrüse nicht in der Lage ist, ausreichend Insulin zu produzieren, um die Blutzuckermenge zu kontrollieren, die auf einmal zirkuliert, können diese Werte mehr als 140 Milligramm pro Deziliter betragen. Etwas zwischen 140 und 199 Milligramm DL deutet auf eine Glukoseintoleranz hin, die als prädiabetischer Zustand angesehen wird. Wenn ein Glukosetoleranztest für Diabetes Ergebnisse von 200 Milligramm DL oder mehr liefert, kann dies darauf hindeuten, dass das Individuum die Krankheit vollständig entwickelt hat. Um so effektiv wie möglich zu sein, muss unter bestimmten Bedingungen ein Glukosetoleranztest für Diabetes durchgeführt werden. Der Patient sollte vor dem Test mindestens 8 Stunden lang fasten. Jeder, der sich einem Glukosetoleranztest unterzieht, muss sich darüber im Klaren sein, dass die Ergebnisse von anderen zugrunde liegenden Krankheiten oder Zuständen beeinflusst werden können. Einige Ärzte empfehlen, mindestens 3 Tage vor dem Test eine kohlenhydratreiche Diät zu sich zu nehmen. Wenn die Testergebnisse anzeigen, dass ein Patient an Typ 2 Diabetes leiden könnte, kann ein zweiter oder dritter Test durchgeführt werden, um die Diagnose zu bestätigen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass es so viele Umstände gibt, die die Testergebnisse verzerren könnten, einschließlich körperlicher Aktivität, leichter Krankheit, Unfähigkeit, richtig zu fasten, und Timing. Einige einzelne Testergebnisse deuten möglicherweise auf einen grenzwertigen Blutzuckerspiegel hin, der möglicherweise erneut überprüft und auf Genauigkeit überprüft werden muss. Glukosetoleranstests werden nicht unbedingt gegeben, um einen Typ 2 Diabetes zu diagnostizieren. Sie werden in der Regel verwendet, um festzustellen, ob eine Frau als Folge ihrer Schwangerschaft Diabetes entwickelt hat. Der Test wird in der Regel an Personen mit einer guten Krankengeschichte durchgeführt, die relativ körperlich aktiv sind und keine verschreibungspflichtigen Medikamente einnehmen, die die Ergebnisse verzerren könnten. Das Trinken von Kaffee und das Rauchen von Zigaretten am Tag des Tests kann ebenfalls die Genauigkeit des Tests dramatisch verändern.